Palästinensische Harissa. Ja, Habibi. Oh. Oben schön kross, in der Mitte richtig weich. 4 Tassen Hartweizengrieß, 1,5 Tassen Zucker, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Hefe und ganz wenig Safranfarbe. 3 Esslöffel Ghee. Sobald es so sandig geworden ist, dann haben wir die richtige Konsistenz erreicht. 500 Gramm Joghurt. Luftdicht verschließen und für eine Stunde ruhen lassen. Bei mir sind sogar schon 2 Stunden vergangen, ist aber gar kein Problem. Eine Stunde würde es schon komplett ausreichen und sie sieht perfekt aus. Was wir jetzt machen, wir brauchen ein Backblech. Auf unserem Backblech verteilen wir etwas Tahini und dann verteilen wir unser Teig gleichmäßig auf dem Backblech. Auf unserer Hand Zuckerwassersirup. Das habe ich jetzt mit etwas Öl beschmiert. Fangen wir an zu schneiden. Erstmal nur gerade Linien. Mandeln. Ganz wichtig bei den Mandeln, ihr müsst die mindestens 2, 3 Minuten in heißes Wasser legen, damit die nicht als allererstes brennen. Unser Kunstwerk kommt jetzt im Ofen auf 180 Grad in die Mitte des Ofens. Wie lange kann ich nicht sagen. Ihr müsst sehen, dass die Seiten erstmal braun werden, so ein bisschen Farbe Seht bekommen. ihr, die Seiten haben Farbe bekommen. Hier haben wir auch ein bisschen Halbe Farbe. Tasse pflanzliches Und Öl. jetzt noch das allerletzte Mal wieder schneiden. Ja, Erinnert Habibi. mich so krass an meiner Kindheit. Lecker. Es ist die perfekte.